Hey Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge und heute spielen wir wieder Adopt Me. Und ja Leute, heute werden wir mal den Sunrise Duckling, das neue sagenhafte Pets, außerdem noch die Goose und die Field Mouse in Neon machen. Ja Leute, drei Neons heute diese Folge, das wird auf jeden Fall mega, mega krass. Ich bin besonders auf den Sunrise Duckling gespannt, das neueste dieser Pets. Und hallo Eggbert im Hintergrund, wir wollen auch direkt keine Zeit verlieren, wir gehen direkt zur Neon-Maschine, beziehungsweise zum Neon. Was ist das eigentlich, Leute? Das ist ja keine Maschine. Es ist eher ein Neon-Altar. Und falls du auch cool bist wie der Altar, lass gerne einen Daumen nach oben da. Und wieso reimt sich das gerade alles? Abonniert den Kanal und aktiviert den Kanal mit coolen Roblox. Und ich würde sagen, Leute, laufen wir dorthin. Und ich finde das Event richtig cool, Leute. Vor allem die Ducklings sehen richtig, richtig cool aus. Und ich bin mega gespannt, wie der Sunrise Duckling und vor allem auch ein bisschen auch bei der Goose und auch bei der Wild Maus, wie die in Neon aussehen. Und ich würde sagen, springen wir hier runter nach dem Intro. Boom, Leute. Hier sind wir und hier haben wir auch noch ein Eck. Gehen wir hier rein. Wir wollen auch direkt nicht lange rumschnacken. Wir schauen uns heute die Neon-Skills an, beziehungsweise wie die ganzen Neon aussehen. Und natürlich auch noch deren Moves, was für Tricks diese Pets so drauf haben. Und ich würde sagen, fangen wir an mit der Field Mouse. 1, 2, 3 und Leute, Nummer 4, Neon Field Mouse, let's go! Und Hallihallöle! Oh mein Gott, Leute, sie sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen. Ich finde die Field Mouse an sich jetzt nicht so krass, aber dieses Neon sieht auf jeden Fall, das kann sich sehen lassen. Das sieht ganz nice aus, Leute. Wir schauen uns natürlich gleich auch die Tricks von der an. Davor werden wir jetzt mal ganz kurz hier ins Journal reinschauen und ja, schlaf du mal eine Runde. Springfest, Leute, ich wollte mir anschauen, und wie sieht eigentlich die Happy Duckling? Der Happy Duckling, boom! Er sieht so in Neon aus, okay. Und in Mega Neon sieht er so aus. Sehr, sehr interessant. Da oben das leuchtet und die Flügel leuchten und die Beine hinten auch. Dann gucken wir uns noch den Flower Duck Power Duckling an. Boom! Er leuchtet so. Okay, der Hut leuchtet und dieses Ding um seinen Hals leuchtet und die Füße. Und ich bin sehr gespannt auf den Sunrise Duckling. Den werden wir uns natürlich hier nicht anschauen, Leute. Den werden wir nämlich jetzt in Neon machen und zwar selber. Aber davor kommt die Goose. Und diese haben wir hier, Leute. Goose finde ich ein ziemlich cooles Pet. Sieht sehr, sehr nice aus. Ich verstehe noch nicht, was hier hin mit dem Kopf passiert ist, aber ja gut, hinterfragen wir das Ganze einfach mal nicht. Tun wir die erste Goose hier rein, Leute. Dann kommt die zweite Goose hier rein. Die dritte Goose kommt hinterher. Und die vierte Goose, Leute. Boom! Und Neon Goose. Und was kriegen wir hier? Da ist die, Leute. Wow. Nice. Sieht auch nicht schlecht aus, Leute. Der Schnabel leuchtet, die Flügel leuchten, die Beine leuchten. Das ist doch mega, mega nice. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus, muss ich sagen, Leute. Sieht auf jeden Fall nicht schlecht aus. Und wieso fängst du jetzt an zu stinken? Wieso denn alles gerechnet jetzt? Das kann doch nicht sein, Leute. Oh mein Gott. Oje, oje, oje. Das ist ein jeder Schauer. Ja, das brauchst du definitiv, Kollege. Thirsty? Okay, was zu trinken kriegst du? Trink den Schokoladendrink, beziehungsweise, ja, das Wasser. Und Leute, jetzt bin ich sehr gespannt auf den Sunrise Duckling, den wir jetzt in Neon machen werden. Leute, falls ihr Discord habt und noch nicht auf meinem Discord-Server seid, kommt doch da gerne drauf. Ich will in der Zukunft da sehr viele Events mit der Community, auch sehr viele Giveaways, beziehungsweise Sachen verschenken an euch, die Community und noch vieles mehr veranstalten. Ich freue mich auf jeden von euch, der drauf joint. Falls ihr über 13 seid und Discord habt, seid ihr herzlich willkommen auf der Dojo Army. Link in der Beschreibung oder discord.gg/jojoarmy. Danke. Ja, Leute, im letzten Video haben wir selber eingezogen. Dobby hat mir aber 4 Stück zur Verfügung gestellt und den ersten tun wir jetzt hier rein, Leute. Jetzt tun wir den zweiten hier rein. Dann nehmen wir den dritten und den vierten und let's go, Leute. Let's go. Und hier ist er, Leute. Der Neon Sunrise Duckling. Und er sieht mal mega krass aus, Leute. Da hinten das leuchtet. Die Nase leuchtet, beziehungsweise der Schnabel. Das um seinen Hals leuchtet, die Füße leuchtet. Und der sieht richtig nice aus in Neon. Ich will ihn eigentlich unbedingt, ne, Leute, wir müssen ihm eigentlich eine Ride Potion geben. Wisst ihr was? Wir geben ihm eine Ride Potion. Aber dafür gehen wir jetzt erstmal hier raus, Leute. Weil hier wird die Luft schon ganz stickig. Aber der sieht schon cool aus, vor allem hier wieder so stolziert, Leute. Der sieht schon richtig cool aus. Und wir gehen hier raus.
Zack, zack, zack. Er will auch direkt schon zum Friseur gehen. Boah, ungefärbt könnte der auch richtig krass aussehen, Leute. Aber jetzt hat er erstmal Hunger. Das heißt, du kriegst jetzt hier erstmal einen Kuchen. Ja, du kriegst einen Kuchen. Und nachdem du den Kuchen gegessen hast, kriegst du eine Ride Potion. Wobei ich mich auch frage, wie sieht der mit der Fly Potion aus, Leute? Aber ich denke mal, eine Ride Potion wird es schon tun. Haben wir eine? Natürlich nicht. Leute, entweder muss ich hier gerade eine halbe Stunde scrollen oder ich finde einfach die Ride Potion. Achso, hier. Okay, perfekt, Leute. Boah, 150 Robux, das ist immer jede Menge für so eine Ride Potion, muss ich sagen. Aber wir tun es. Hallihallo. Und ja, willst du die trinken? Ja, guten Appetit, Sunrise Duckling. Trink sie schön und boom. Nice. Und wow. Okay, wir sind so ein bisschen in seinem Ding da hinten drin. Aber das sieht schon cool aus, Leute. Das sieht schon cool aus, muss ich sagen. Also, schlecht sieht es auf jeden Fall nicht aus. Jetzt bin ich aber noch auf seine Tricks gespannt und natürlich auf die Tricks von den zwei anderen Pets, die wir heute erworben haben, beziehungsweise Neon gemacht haben. Aber davor sammeln wir nochmal ganz kurz hier diese Eggs ein und wir begeben uns jetzt zur Schule. Hallo Pet Trainer Shane, skippen wir das? So Leute, hier haben wir die Field Mouse Trick Nummer 1. Hier wird nicht geschlafen, Kollege, du machst jetzt deinen Trick und wow, der macht so sein Ohr runter. Okay, sieht gar nicht mal so schlecht aus, Leute. Und Trick Nummer 2, was hast du noch so auf dem Kasten, Kollege? Oh, der springt und flattert mit seinen Ohren und er kann einfach fliegen. Okay, 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 sehr, sehr interessant auf jeden Fall. Jetzt kommt die Neon Goose, die stinkt leider, aber trotzdem kannst du mir deinen Trick Nummer 1 auch sicherlich vorführen, oder? Er überlegt und er überlegt und jetzt macht er ihn und wow, 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 er sieht sehr gelangweilt aus, aber wow. Ah, Leute, er piekt so sich an sich selber, so piek, 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 piek und ja, dann fliegt er wieder eine Runde. Und Trick Nummer 2, was kannst du so und wow, wow, wow. Er versucht zu fliegen und jetzt dreht er sich wie eine elegante Gans und sagt, willkommen zu meiner Vorstellung und willkommen zu diesem Video, okay? Leute, der coolste von dem heutigen Video, der Sunrise Duckling. Ich brauche einen helleren Untergrund, beziehungsweise einen dunkleren Untergrund, sonst sieht man ihn nicht, Leute. Und Trick Nummer 1, was hast du so auf dem Kasten und wow, okay, okay, interessant, 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 ist jetzt nicht so krass, wobei, wir können es ja auf ihn setzen, wenn wir das machen und jetzt ist er viel, viel größer, Leute, wow, 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 okay, und Trick Nummer 2, Trick Nummer 2, denk nach und yo, 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 wow, 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 was macht ihr hier, Leute, was, wow, 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 wow. Was geht hier ab, Leute? Was macht der da? Okay, sehr interessant auf jeden Fall. Aber dann würde ich sagen, was das mit der Folge. Falls euch gefallen hat, gerne einen Daumen da und abonniert den Kanal. Und aktiviert euren Kanal mit coolen Roblox. Wenn ihr mit zuhause, gerne Starcode oder für die Robux oder Robux gekauft. Da haben wir gerade noch ein Egg eingesammelt. Da hinten ist sogar noch eins. Das holen wir uns auch noch direkt mit, Leute. Und da hinten, das holen wir uns auch noch mit. Und er hat Hunger, Leute. Wisst ihr was? Wir geben dir nochmal eine Pizza. Beziehungsweise ein bisschen Pizzateig. Den sieht man ja gar nicht. Hallo? Ja gut, der Pizzateig ist einfach im Boden verschmolzen. Dann haben wir noch dieses Eck da ein und noch das Eck auf dem Stein. Aber ich würde sagen, ja, das war's mit dem Video und haut hier rein und ciao, Leute!